Hallo meine lieben Freunde der Action-Horror- und Splatter-Spiele und herzlich willkommen zu meinem Versuch, nicht völlig zu versagen. Und heute sind wir wieder bei Dead Island Riptide und diesmal gibt es eine etwas andere Folge, aber so viel dann erst am Schluss. Nein, heute werde ich dann endlich mal mit dem Boot durch die Gegend kurven. Und den Rest seht ihr ja dann einfach mal. Es gibt noch eine Höhle, aber ich will jetzt nicht spoilern, guckt einfach und am Schluss solltet ihr vielleicht die Ohren ein bisschen zuhalten, es könnte laut werden. Gut, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Und jetzt wollte ich ja gucken gehen, ob ich irgendwo vielleicht Health Packs kaufen kann. Ja, ein bisschen Munition mitnehmen, kann auch nicht schaden. Magnet nehmen wir auch mit, wozu auch immer. Oh ja, passt. Jetzt gehe ich mal mit dem reden und gucke, ob der vielleicht irgendwas hat. Ja, Wurfmesser, bla bla bla. Aber ich könnte mir mal einen Bauplan für Molotow-Cocktail. Nehmen wir mit. Dann bauen wir uns mal Molotow-Cocktails. Aber so wie es aussieht, hat niemand Health Packs zu verkaufen. Ja, doch. Mittelgroßes Medipack. Großes Medikit. Kaufen wir. Dann kaufen wir noch ein großes. Wie viel Geld habe ich? Ja, ich habe noch genug Geld. Noch eins und noch eins und da noch eins. So, schön eingekauft. Jetzt kann ich gleich nochmal ein paar Sachen verkaufen. Eigenbaumesser kann weg. Fleischklopfer kann weg. Baseballschläger kann weg. Paddel kann weg. Behalte ich. Alkohol soll als Medizin dienen? Da glaube ich auch nicht dran. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Vorräte. Und jetzt machen wir mal wieder eine richtige Quest. Feldküche ist mir egal. Machen wir nämlich wieder den Pfadfinder. So, wir müssen das Boot finden, um einen Pfad... wir haben das Boot schon gefunden, bläh. Benutze das Boot, um einen Weg durch den Dschungel zu finden. Machen wir doch gleich. Ich könnte ja mal schauen, wo da hier das andere Boot ist. Das war ja irgendwo da hinten. Oder wäre irgendwo da hinten. Weil rein theoretisch müsste da jetzt ein Boot sein, aber was mir so auffällt, ich müsste meine Klinge nochmal schnell reparieren. Die hat ja anscheinend ziemlich viel gelitten bei meinen letzten Kämpfen. Und wenn wir schon mal im Lager sind, können wir ja gleich alles reparieren. 230, das ist echt teuer. Aber für eine gute Waffe lohnt sich das natürlich. Okay, Boot. Ja, das ist cool, jetzt habe ich überall ein Boot. Fahren wir mal ein bisschen Boot. So, R2, L2 beschleunigen. X Geschwindigkeitsschub. Okay. Das kann auch rückwärts fahren. Schöne Sache. Dann machen wir mal eine kleine Bootstür über... Wie heißt die Insel schon wieder? Ich habe vergessen, wie die Insel heißt. Pelennai, oder? Die Insel hieß, glaube ich, Pelennai. Na gut. Herzlich willkommen zu meiner Bootstour über Pelennai. Auf unserer linken Seite sehen wir Palmen und Bäume. Auf unserer rechten Seite sehen wir Palmen und Bäume. Und vor uns befindet sich einer der zahlreichen Zombies von dieser Insel, der mein Boot festhält. Die können mich aus dem Boot rausziehen. Das ist ja krass. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte einfach gedacht, ich überfahre den. Ja, ja, zack, Schädel weg. Gut, interessant zu wissen, dass wir einen Zombie nicht überfahren können. Der nämlich einfach nur ins Boot einsteigt und uns rauszieht. Aber hier jetzt mich zurechtzufinden auf dem Wasser, das wird noch einiges schwieriger, als mich auf Land zurechtzufinden. Hoffentlich fahre ich jetzt nicht zurück. Ich werde diese Zombies... Noch eine SMS.
Überfahren, überfahren! Na bitte, es klappt doch. Ah, eine sehr interessante Konstruktion. Vollgas auf die Zombies! Funktioniert. Noch mehr Vollgas. Sind da viele Zombies im Wasser? Na, lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe, ihr untoten Bastarde. Ich habe meine Inseltour unterbrochen. Oh, Motor ist heiß gelaufen. Nicht gut. Hoffentlich steigen nicht noch mehr. Oh, das ist eine interessante Brücke. Aber da muss ich ja nicht hin. Ein Wasserfall, ein wunderschöner Wasserfall. Ach. Und tote Zombies. Ach so, sind nur Leichen. Ich dachte, jetzt stehen da irgendwie Zombies oben auf der Barrikade. Nein! Hui! Das war knapp. Fast einer aufs Boot aufgestiegen. Ach ja, aber ist auch mal schön, so eine kleine Abwechslung hier. Zur Abwechslung eine kleine Bootsfahrt. Passt, passt. Aber auch das wird mit der Zeit irgendwie langweilig. Hoffentlich komme ich irgendwann mal an. Oh, Vollgas! Ich sehe Zombies! Vollgas! Ich sehe Zombies! Jetzt bin ich hier angekommen. Ich glaube, da wäre ich mit Schnellreise wirklich schneller gewesen. Selbstmörder, Selbstmörder. Weg mit dir! Und du kriegst einen Aufwärtshaken, oder auch nicht. Das war wohl nichts mit Aufwärtshaken. Nein! Nein! Geht ihr weg! Es geht mir gleich wieder die Ausdauer aus, bin ich mir sicher. Okay. Ich wusste zwar, dass ich schlecht dran bin, aber so schlecht? Na gut, besser aufpassen hier. Eine wenig Konzentration, dann klappt das besser. Weg mit dir. Oh. Und du kannst auch gleich einen Abflug machen. So. Ha. Will noch jemand was von mir? Mistviecher. Und ich suche jetzt eigentlich den Explodierten. Ich dachte, du wärst explodiert. Vielleicht ist er das auch. Ja, es waren zwei. Fiese Sache, das. Schon wieder so eine unheimliche Höhle. Wieso nur ein Lappen? Entschuldigung. Ich hätte gern Selbstmörderfleisch gehabt. Soll ich in diese unheimliche Höhle reingehen? Ich frage mich gerade. Das letzte Mal war das ja nicht sehr doll, dass ich in diese Höhle rein bin. Aber sie ziehen mich magisch an. Sie ziehen mich einfach magisch an. Ich kann nichts dagegen tun. Ich weiß gerade nicht, was er gesagt hat. Flieg, Zombie! Und ich bereue es jetzt irgendwie schon, dass ich hier rein bin. Oh ja, ich bereue es sehr. Und jetzt geht mir schon wieder die Ausdauer aus. Das ist nicht gut. Was? Ach, ich habe einen neuen Zombie freigeschaltet in meinem Zombie-Guide-Buch. Ein brennender Zombie. Ich habe irgendwie einfach zu wenig Ausdauer hier, um alle Zombies platt zu machen. Yeah! Gehst du weg? Da ist nicht viel übrig geblieben. Waren das... Nee, waren noch nicht alle. War ja klar. Ah, weg mit dir. Du bist nervig. Uah, wo kommst du jetzt her? Aber dafür, dass du untot bist, hast du noch eine schöne Farbe. Ach was. Ich wüsste gerne, was das für eine Herausforderung ist. Oh, was zu essen. Was zu essen. Danke, danke, danke. Ja. Ich dachte, du wärst tot. Wenigstens ist jetzt kein... Ach, warum muss der immer daneben gehen? Und das... Ah, was soll der Scheiß? Ich treffe gerade gar nichts. Ich treffe gerade gar nichts. Weg mit dir. Oh, mit euch. Du kannst auch gleich weg. Wer hat gesagt, dass du aufstehen sollst? So. Jetzt habe ich gerade wieder einen Lauf. Oh, apropos laufen. Lauf! Schlauf, Scheiße, lauf. Oh Gott. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
Ja, wir wissen nicht immer, dass du Medikits dabei hast. Ich hab Medikits dabei. Ich soll's aber auch nehmen. So, jetzt werde ich lang... Ja, Lieblingswort des Tages. So. Aber ich werde langsam echt sauer. Ha. Wie viele Zombies haben wir hier noch? Viel zu viele. Und dass dieser verdammte Aufwärtshaken immer daneben gehen muss. Wenn er trifft, dann ist er tödlich. Weg mit dir. Weg mit dir. Möchte hier noch irgendwer aufstehen? Du willst aufstehen? Nein. Ich hoffe, es hat sich jetzt wenigstens gelohnt hier. Dieser ganze Stress. Wie viel Geld habe ich da eigentlich verloren? Ja, so ein Taul... Ja, es geht eigentlich noch. Ja, ein Brecheisen. Was haben wir... Ich wollte eigentlich dieses Ding hier nehmen. Bauplan Gift. Ja, hoffentlich ist das gut. Magnet und Scheiß. Ich sollte echt nicht mehr in diese Höhlen gehen. Strafende Universalaxt. Ist auch nicht so viel wert. Nee, es hat sich echt nicht gelohnt, hier reinzugehen. Ach ja. Fleisch. Schön, ich habe Fleisch mitgenommen. Aber ich muss mir jetzt echt langsam mal merken. Geh nicht in diese Höhlen rein. Nicht in die Höhlen reingehen. Es bringt einen Scheißdreck. Es regnet hier draußen. Na super. Jetzt regnet es auch noch. Es wäre es nicht genug gewesen, dass ich noch in einer doofen Zombiehöhle sterbe. Nein, es regnet. Wie weit ist es denn eigentlich noch? 60 Meter. Und viele Zombies. Weg. Ach, entschuldige mal. Danke. Willst du mehr? Ja, kannst du haben. Der verdammte Aufwärtshaken. Wenn der nur halb so oft treffen würde, wie ich ihn ansetze. Ich glaube, ich habe es jetzt gleich geschafft, dorthin zu kommen, wo ich hin möchte. Auch wenn ich hier schon mal war. Ja, eigentlich hätte ich mir einen ganzen Umweg jetzt sparen können mit Nebenaufgabe und so weiter, aber na gut. Ich habe ein bisschen mehr von der Insel gesehen. So much for the road. Henderson. So close, and yet so far. Jo, und was jetzt? This way, Harlow. The bloody road's gone. It's washed out. I was hoping we'd catch a break. Yeah, not likely. Any suggestions? Head back to Halai and see if they know another way to Henderson. It's the only real choice at this point. I'll see what I can do. Also, wieder zurück nach Halai. Wieder zurück nach Halai. Machen wir aber mit dem Auto. Das geht einiges schneller. Wie lang bin ich jetzt? Ja, eine Stunde und ich habe eine Nebenaufgabe und die Hauptaufgabe ein bisschen weitergebracht. Von mir aus. Aber so nach einer Stunde Aufnahme geht einem das Reden doch schon langsam auf den Hals. Also, ich spüre es langsam. Oder ich habe einfach, seit ich arbeitslos bin, zu wenig geredet. Man hat ja... Man kann sich nicht mit niemandem treffen, weil man ist ja ziemlich der einzige Arbeitslose, den man so kennt. Und ja. Aber das ist schon wieder ein Thema. Das zieht mich runter. So, mal kurz auf die Karte gucken. Wie gesagt, Arbeitslosigkeit ist eigentlich so, ja, ganz schön. Kann man es so sagen? Ja. So anstatt Ferien mal. Wisst ihr, was ich meine? Ein bisschen chillen und so weiter, aber... Ich möchte jetzt auch nicht allzu lange arbeitslos sein, weil irgendwie ist schon schön, jeden Tag einen Ort zu haben, wo man hingeht und was Sinnvolles macht. Oh, wieder Haufen Zeug zu plündern. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, ja, eigentlich nicht so interessant und, warum klettern die Zombies auf das Haus? Boah, sind das wieder viele. Ach, treffen müsste man noch. Gehst du weg. Und du kannst gleich... Oh. Oh, das ist ein Schläger. Dann tun wir erstmal die anderen Zombies hier wegbotzen. Wegbotzen ist eigentlich kein Wort. Noch einer.
Ist gerade ein bisschen doof, die Situation. Ja, weil es so viele sind. Weg mit dir. Ihr könnt mich auch mal. Jetzt kann ich mich endlich dem Anführer widmen. Und noch einen Aufwärtshaken. Du kriegst auch gleich einen Aufwärts... Oh. Oh, 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 oh! Heiße Scheiße. Renn doch! Oh. Was ist denn jetzt passiert? Fuck! Herr Jemine! Ja, das ist ein Tutor-Tipp. Aber dazu sollte ich erstmal Molotow-Cocktails haben. Eieieiei, das ist eine Stelle. Habe ich eigentlich noch Molotow-Cocktails? Ich weiß es nicht. Nee, keine Mollys. Dann sollte ich mir vielleicht mal welche basteln. Ich habe mir ja einen Bauplan gekauft. So, kommt ihr her? Die bösen, bösen Zombies? Oh ja, und wie ihr herkommt. Einmal zack. Komm, mach... Mach zack! Also der Aufwärtshaken funktioniert wirklich nicht so dolle. Aber wenn er mal trifft... Gut, jetzt kann man hier mit dem Chef... Oh, ein bisschen zurück. So wie es aussieht, hat der Chef wieder volle Energie. Ah, verdammte Scheiße hier. Ich hasse die großen Zombies. Einmal Pots. Jetzt kommen wieder die kleinen. Die kleinen Mistviecher. Verpisst euch! Hey. Oh, wow, wow! Alter, ich glaube, Dead Island ist gerade abgestürzt. Das ist jetzt sehr interessant. Okay. Was zur Hölle war jetzt das? Also, das hat mir jetzt gerade das Gehör rausgehauen. Und ich glaube, das Spiel ist tatsächlich... Fuck, was ist das? Also, das ist interessant. Das Spiel ist nicht stehen geblieben. Aber es, naja gut, als Ruckeln kann man das, glaube ich, auch nicht mehr bezeichnen. Zur Hölle. Es ist auf jeden Fall interessant. Es ist sehr interessant gerade. So, alle paar Sekunden geht's mal weiter. Eine Stunde später, der Zombie ist gestorben. Ach, schade. Ich hoffe wenigstens, dass das Spiel gespeichert hat, als ich das letzte Mal verreckt bin oder so. Aber es sieht schon sehr interessant aus. Und die Geräusche, oh Gott. Ja, na gut. Das ist dann hier wohl die richtige Stelle, mal das Spiel wieder zu pausieren. Ich hoffe, dass ich wieder in die Gegend hier komme. Wie man sieht, es gibt Bugs in dem Spiel. Es läuft nämlich immer noch nicht flüssig. Fuck. Und jedes Mal, wenn ein Zombie kommt... Also irgendwas ist da gerade sehr falsch gelaufen. Aber es ist interessant, auf jeden Fall. Aber es wäre jetzt auch eine gute Ausrede, um zu sagen, darum versage ich, weil das Spiel gerade ruckelt wie Sau. Jetzt kann man mal seinen Arm ein bisschen bewundern. Nö. Schlägst du zu? Nee, also das ist wirklich hier eine Stelle, um zu sagen, ich muss das Spiel mal pausieren. Auch wenn ich fast an meinem Ziel wäre, so ist es unspielbar. Aber wenigstens ist der große Zombie verschwunden. Na gut. Dann sage ich an der Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, tschüssikowski.